Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink Power Director in der Version 15. Diesem Teil geht es wieder um die Musiktakterkennung, und zwar wie man ein Video auf Musik schneidet, indem man manuell den Takt kennzeichnet und dann entsprechend seinen Videoclip darauf schneidet. Im letzten Teil hatte ich ja schon mal die automatische Musiktakterkennung euch gezeigt und herausgefunden, dass leider hier der Workflow nicht ganz so gut verläuft, beziehungsweise unheimlich viele manuelle Nacharbeiten notwendig sind. Ihr habt wieder eure Filmdatei und das ist hier meine Musikdatei. Das ist ein Videoclip, dessen Musik ich aber ganz gut finde. Wir hören mal schnell rein. Genau, und jetzt geht es darum, diese Audiospur erstmal zu extrahieren. Rechte Maustaste, Audio extrahieren. Dann wird euch angezeigt, wo ihr diese WAV-Datei speichern könnt. Ich habe das schon mal hier vorbereitet. Das ist die Datei, deswegen wird sie gerade ersetzt. Seine WAV-Datei wird dann automatisch hier in der Bibliothek angezeigt. Jetzt zieht sie runter auf eine Tonspur. Was man gleich sieht, hier sind schon irgendwelche Takte in der Audiospur zu sehen. Gucken wir uns das mal weiter hinten an. So, da verlieren sich so ein bisschen die Takte. Und es ist bei dem Lied nicht ganz so einfach, wirklich hier den Takt durchgängig zu finden, auch wenn man das hier über die optische Hilfe denkt zu erkennen. Deswegen müssen wir hier so ein bisschen experimentieren, wie wir am besten hier den Takt markieren. Weil wichtig ist, dass ich später Markierungen habe, wo ich weiß, an welcher Stelle ich den Videoschnitt ansetzen kann. Wir klicken die rechte Maustaste auf die Audiospur an und gehen trotzdem mal auf automatische Musiktakterkennung verwenden und haben hier die Möglichkeit, manuell das hinzuzufügen. Und zwar lassen wir die linke Seite weg. Das war die letzte Folge, wo das System das automatisch gemacht hat. Hier konnte man noch die Zeit einstellen, wann immer ein Takt geschnitten wird. Das hat uns aber nicht so viel geholfen. Deswegen machen wir das jetzt manuell. Und hier sehen wir, über die Tastenkombination A kann ich das manuell hinzufügen. Jetzt werden wir nichts anderes machen, als werden uns das Lied mal anhören und ich werde immer wieder auf Hinzufügen klicken. So, ihr habt schon erkannt, dass ich hier relativ häufig drauf gedrückt habe. Man sieht es hier weiter hinten des Liedes, dass da unheimlich viele Markierungen drin sind. Aber aufgrund dieser Markierung weiß ich, dass da zumindest ein Takt ist. Können jetzt mal kurz reinhören. Okay, das heißt, nicht jeder Takt, den ich hier gesetzt habe, ist auch zwingend dafür notwendig, dass ich hier einen Schnitt mache. Nur ist es für mich ein Hinweis, hier war ein Takt und hier könnte ich schneiden. Nachdem das Programm nun die Markierung hier gesetzt habe, wenn ich draufklicke, verändern sie die Farbe, dann sind sie aktiv, kann ich nun an diesen Stellen anfangen zu schneiden. Wie gesagt, das sind für mich erstmal nur Hilfsmarkierungen und nicht zwingend notwendig, dass ich an dieser Stelle auch einen Schnitt durchführe. Am Anfang würde ich nicht so viele Szenen wegschneiden, gerade hier, wenn es darum geht, dass der Betrachter erkennt, um was es geht. Ich habe jetzt extra mal den Ton ausgemacht. Also hier nach 5 Sekunden, glaube ich, ist es ein Tick zu früh zu schneiden. Jetzt hat der Betrachter begriffen, dass es sich hier um ein Segelflugzeug handelt, was geschleppt wird. Und deswegen denke ich, ist so nach guten 10 Sekunden eine gute Möglichkeit, den ersten Schnitt zu machen. Bitte darauf achten, dass zwar optisch sieht es so aus, als hätte ich hier mich vertan, ja, als hätte ich quasi vor dem eigentlichen Takt diese Markierung gesetzt, wird aber im Nachhinein passend sein. Okay, wir markieren die Spur.
Schnitt. Und so gehe ich jetzt mit allen diesen Markierungen um, wo ich das Gefühl habe, hier könnte ich was verändern. Der Sprung zwischen hier und hier ist mir zu klein, deswegen schneide ich hier erstmal nicht. Wobei doch, ich kann das hier schneiden. Also man sieht schon, man muss einfach mal gucken, wie sich das Material so anfühlt und anschauen lässt. Ich glaube, hier sieht man deutlich den Unterschied. Jetzt habe ich hier vergessen, die Spur zu markieren. Wir gehen auf rückgängig. Markieren, weil wir wollen ja nur das Videofile entsprechend bearbeiten. Was man aber auch machen kann, ich könnte hier das Schloss nehmen und jetzt ist es egal, weil dann ist die Spur gesperrt und ich kann sie nicht mehr verändern, was der professionellere Vorgehen wäre. Das ist jetzt natürlich eine reine Fleißarbeit, aber wir schauen uns erst mal am Anfang hier so ein bisschen das Ergebnis an. Jetzt mache ich wieder die Musikspur an und guck mal, wie sich das alles so anschauen lässt. Ich denke, es hat ganz gut funktioniert. Immer wenn ein Takt ist, kam auch ein Schnitt. Und so kann man das jetzt bis zum Ende fortführen. Ich glaube, es ist klar geworden, dass man die Hilfe von dem Programm mit der Funktion automatische Musiktakterkennung ganz gut nutzen kann, sollte aber die Takterkennung auf jeden Fall manuell machen, weil man hier viel flexibler ist und kann sich dann die Videospur anschauen und kann da die entsprechenden Schnitte machen, um somit eine spannende Sequenz zu erzeugen. Ich sage vielen Dank für das freundliche Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.